bin bei der Christine Schindler. Wir unterhalten uns über Urlaub. Nein, wir unterhalten uns über das Fliegen und die Auswirkungen von Fliegen und der Luft im Flugzeug und den Druckverhältnissen auf Stimme und auf die Atmung. Was macht diese Luft im Flugzeug? Die ist ja stark gefiltert, sowieso ziemlich, ja, man kann ja nicht mal zwischendurch einfach ein Fenster aufmachen, ne? Das wäre ungünstig. Dass man ein anderes Druckverhältnis hat, dass man vielleicht auch, weil es aufregend ist, in einem Flieger zu sitzen, der ein oder andere hat vielleicht auch ein bisschen Flugangst, dann ist die Haltung vielleicht auch eine ganz andere. Je nachdem, wie man sitzt und wie man sich fühlt, so wird man dann wahrscheinlich in dem Moment auch sprechen. Vermutlich ist ja auch nicht nur die Sitzposition, also wir sitzen durchaus beengt, also wir zwei beide fliegen, glaube ich, ganz normale Holzklasse, ja, und nicht erste Klasse mit richtig viel Platz drumherum. Das wirkt sich aus, aber auch die Luftverhältnisse als solches. Die Luft ist in aller Regel sehr, sehr trocken. Was können wir tun, wenn wir da vorbeugen wollen, damit wir nicht gleich erkältet in irgendeinem südlichen Land aus dem Flieger steigen? Es gibt ja eine Untersuchung, dass, glaube ich, Tomatensaft das meist getrunkene Getränk ist oben im Flieger. Das mag sicherlich auch mit diesem Salzthema zu tun haben. Also am besten ist es vielleicht auch einen Bonbon zu lutschen, um einfach immer den Speichelfluss anzuregen. Mhm. Dazu eignen sich natürlich am besten Salbei-Bonbons und nicht irgendwelche Minzen oder Kamille oder irgendwelche starke Kräuter, Menthol, sondern man sollte am besten auch Salbei nehmen. Dadurch, dass dann immer wieder der Speichel angeregt wird, können wir unsere ganzen Schleimhäute im Kehlkopf und im Rachen eben auch immer schön befeuchten. Also vieles dafür tun, um dieser trockenen Flugzeuginnenluft sozusagen entgegenzuwirken. Fenster auf geht ja nicht, also müssen wir es irgendwie anders herstellen. Genau. Diese gefilterte, sehr stark teilweise gefilterte Luft, da könnte ich mir vorstellen, wenn auch viele Erreger, Bakterien und Viren gut unterwegs sein. Also vielleicht sollten wir auch da nochmal drüber sprechen, was wir da tun können. Vielen Dank.